Meine Damen und Herren, mein Name ist Niklas und wir haben eine brandneue Einheit bei den Terranern in der Legacy of the Void Beta, die jetzt ja schon seit einigen Monaten draußen ist. Jede Rasse soll ja für Legacy of the Void gleich zwei neue Einheiten erhalten. Ob es dann wirklich so bleibt, wenn die Beta dann irgendwann live geht, das bleibt abzuwarten. Das war ja bei Heart of the Swarm nicht so. Da haben die Terraner zum Beispiel nur die Widowmine bekommen, also eine neue Einheit. Aber erstmal soll wieder jede Rasse zwei neue Einheiten bekommen. Bei den Terranern war es bisher, die erste Einheit war das Cyclone, also die mechanische Einheit aus der Factory. Ja, die neue Einheit ist jetzt bereits seit, ich glaube, zwei Wochen da. Und ja, ich wollte mir sie erstmal ein bisschen angucken. Sie ist dann auch letztendlich bei uns im Arken Cup vorgekommen und wurde zum ersten Mal wirklich eingesetzt. Ja, was ist der Liberator? Ich erkläre es erstmal. Eine Flugeinheit, also aus dem Starport. Man kann sie ohne Tech Lab und ohne Reaktor bauen. Wenn man den Liberator erstmal nur baut, der kostet 150 Minereien und 150 Gas, dann ist es eben eine Flugeinheit, die nur in die Luft schießen kann. Das Besondere ist, jeder Angriff macht Flächenschaden. Also Splash Damage. Das bedeutet, man hat eigentlich sowas wie einen mobilen Tor, der, ja, zum Beispiel auch gegen Mutalisken eingesetzt werden kann, um Mutalisken zu verteidigen. Wenn man die Mutalisken aber spreadet, habe ich gesehen, dann ist der Liberator nicht ganz so gut. Zumindest nicht alleine, also drei Mutas gewinnen gegen einen Liberator. Wie das denn Massenkämpfen aussieht, das muss man dann abwarten. Also ich denke schon, dass Liberator gegen so einen Klumpen Mutalisken ganz gut funktionieren. Aber ist ja jetzt nicht so toll, ne? Ja, toll, wir haben eine neue Flugeinheit, die auch, die eine Anti-Air-Einheit. Ich meine, die Terraner haben ja schon den Viking. Ja, Liberator kostet mehr Gas und die viel interessantere Fähigkeit, meiner Meinung nach, die muss man erforschen. Die heißt Anti-Ground-Mode, ja? Normalerweise kann der Liberator nur in die Luft schießen, aber wenn man eine Armory, das ist die erste Voraussetzung, hat und ein Tech Lab dann an einem Starport, da kann man in dem Tech Lab diesen Anti-Ground-Modus erforschen und dann hat der Liberator eine viel besondere Funktionalität, denn man kann mit dem Liberator in einen Siege-Modus gehen, also so wie mit dem Panzer auf dem Boden, nur dass der Liberator dann nicht überall hinschießt um sich rum, sondern nur in diesen Kreis, den man auf dem Boden castet. Also man muss eben mit dieser Fähigkeit Anti-Ground-Modus einmal irgendwo hinklicken mit einem Linksklick und dort erscheint dann dieser Kreis. Den sieht sowohl der Gegner als auch der Spieler selbst. Und alles, was dann durch diesen Kreis läuft von gegnerischen Einheiten, wird automatisch beschossen. Ja, also nur Bodeneinheiten. Lufteinheiten können derzeit nicht attackiert werden. Also sobald man im Siege-Modus ist, kann nur noch in diesem Kreis gefeuert werden. Wenn man also viele Liberator hat, kann man überall diese Kreise hinpacken. Das Interessante ist, was nirgendwo in irgendwelchen Patch-Notes oder so weiter bisher aufgetaucht ist, man kann diesen Kreis irgendwo hincasten, einen Liberator aber noch weiter zurück aufbauen, also so eine Kette quasi machen, und dann kann der zweite Liberator in den Kreis des ersten hineinschießen. Eigentlich hat man eine relativ humane Range, aber dadurch kann man die Range insgesamt auf 15 ausbauen, was halt über eine halbe Bildschirmlänge ist. Ja, und das kann man eben so machen, dass man einen Liberator weiter vorne siege, die anderen alle dahinter, und dann können die hinteren trotzdem in den Kreis des vorderen schießen. Zumindest solange ist die Range von 15 Einheiten, zumindest solange die dort eingehalten ist. Ja, ansonsten machen die Dinger verdammt viel Schaden auf Bodeneinheiten. Ein Marauder wird getwo-hittet, ein Siege Tank wird getwo-hittet, ein Tor braucht 5 Hits. Was auch nicht gerade viel ist, denn man muss sagen, ja, die Attack Rate ist ziemlich hoch von den Dingern. Und ja, man kann eben, wie mit Siege Tanks, kann man jetzt eben auch Gegner aus der Luft besiegen. Und ist nicht abhängig davon, was unter einem für ein Terrain ist, sondern, ja, kann das Ganze aus der Luft machen. Das ist so das, was der Liberator kann. Ich finde, gerade gegen Protoss hat er sehr viel Potenzial, aber wie ihr wisst, bin ich ja selbst kein
Terran. Deswegen möchten wir uns noch eine Einschätzung holen. Und zwar haben wir wieder Hero Marine dabei. Und ja, lieber Gabriel, wie ist denn das mit dem Liberator? Wie ist deine Einschätzung zum Liberator in den verschiedenen Matchups? Und was sagst du, ist der denn sinnvoll überhaupt? Mit dem Liberator hat jetzt auch Tyranna endlich eine zweite neue Einheit bekommen, weil es deutlich leichter macht, in Legacy of the Void auf jeden Fall herum zu experimentieren. Im TVZ ist der Liberator vermeintlich gut gegen Mutas, allerdings in der Praxis ist das eher nicht so Fall, denn der Liberator kostet zu viel Geld, um gegen Mutas effizient zu traden. Außerdem ist die Anti-Ground-Fähigkeit von dem Liberator gegen Zerg relativ nutzlos, da Zerg die Rasse ist, die viele kleine Einheiten hat und der Ground-Modus noch Single-Target ist. Das bedeutet, dass die Mobilität von den Zerg-Units, insbesondere den Baneling, was man gegen Tyranna am meisten spielt, die Fähigkeit vom Liberator countert. Und zudem hat der Zerg meistens noch Mutas dabei. Und wenn der Liberator in seinen Anti-Ground-Modus ist, machen die Mutas die Liberator auch schnell kaputt. Allerdings sind sie ein guter Counter gegen Ultras. Also wenn man irgendwo ein Szenario ist, wo man gegen Ultras fighten muss, dann sind die Liberator auf jeden Fall zu empfehlen. Im TVT ist so in etwa dasselbe Problem. Nur da ist noch das Besondere, dass im TVT ja im Moment sehr viel Mech gespielt wird. Und das Problem da liegt an den Vikings, die ja eine größere Reichweite haben als der Liberator selbst. Und dass auch die Liberator doppelt so viel Gas kosten wie die Vikings. Das bedeutet, dass auch da das Problem mit wie bei den Mutas ist, dass man nicht kosteneffizient fighten kann gegen die Vikings. Und das Hauptproblem gegen Tyranna liegt dabei, dass man Turrets bauen kann, und Turrets sind der einfachste Counter gegen den Anti-Ground-Modus, weil gegen Gebäude machen die keinen Schaden, und wenn man dann ganz viele Turrets hat, dann wird es sehr schwierig, das zu micron mit den Liberatoren. Da gibt es auf jeden Fall viel bessere Wege, insbesondere gegen Mech zu spielen. Wenn man Bio gegen Bio spielt, also Marine Tank gegen Marine Tank, dann bringt das überhaupt nichts, weil die dafür viel zu viel kosten und Marine Tank viel zu mobil ist. Jedoch gegen Protoss sind die Liberator meiner Meinung nach im Moment, so wie sie sind, deutlich zu stark, denn da sieht man oder sollte man die eigentlich gegen Protoss nur Bio sehen und dann auch Liberator. Denn ein riesen Vorteil von den Liberatoren ist, dass man das Upgrade nur, da braucht man nur eine Armory für. Das bedeutet, dass man ja sowieso gegen Protoss, wenn man Bio geht, eine Armory baut für plus 2 Upgrades. Und deshalb ist es kein Problem, das Upgrade zu holen. Und insbesondere, dass man die aus dem Reaktor bauen kann, ist gegen Protoss ganz gut, weil man ja dann nicht noch mehr Starports bauen muss, weil man nicht das Gas dafür hätte. Aber weil man die aus dem Reaktor bauen kann, ist es auf jeden Fall deutlich einfacher. Vergleichbar mit Vikings, also sozusagen die Liberator ersetzen die Vikings, aber die Liberator sind gegen Protoss-Einheiten deutlich besser als gegen Vikings, weil Vikings countern nur Kolosse und Liberator countern alle Protoss-Units, die ground sind, weil ja, Protoss-Units nicht sehr mobil sind und so ein Single-Target, der so ein Arken two-shottet, je nachdem, oder sogar ein Zealot one-shottet, ist natürlich sehr angenehm, und mit Bio kann man dahinter sehr einfach dodgen. Ein Protoss ist sowieso im Moment nicht sehr stark, deshalb ist es sehr schwierig, da irgendwas zu machen. Der Disruptor zum Beispiel ist dann für den Protoss komplett useless, wenn man damit nicht die Liberator auseinandernehmen kann, aber der Liberator kann den Disruptor kurz one-hinten. Danke Hero Marine für diese Einschätzung, und das war's dann von mir, Niklas, auch bekannt als Honor, mit dem Liberator der neuen terranischen Einheit in der Legacy of the Void Beta. Mehr E-Sport News und Tutorials gibt es auf bondwa.de. Ich verabschiede mich, auf Wiederschauen und reingehauen.